Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du im LS17 diese Feuerwehrwache einbauen kannst in eine beliebige Mod-Map. Ja, und dass du auch hier nachher die Tore öffnen kannst. Ist ganz einfach und ich würde sagen, mit dem Tutorial geht's nach dem Intro los. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zum Tutorial. Erstmal eine grundlegende Sache. Ihr braucht den Giants Editor. Ganz wichtig, Link packe ich in die Beschreibung. Dann nehmt ihr euch hier einfach irgendeine Map und packt die einfach auf euren Desktop. So, einen kleinen Moment. Warten und ja, ich weiß jetzt nicht, wie das mit anderen Wachen ist. Ich habe das jetzt nur mit der gemacht. Bei der funktioniert das super. Das ist jetzt auch eine relativ kleine Wache für zwei Fahrzeuge, zwar nur, aber ja. Das hier ist die Wache. Wenn ihr euch die runtergeladen habt, Link tue ich für die Wache, von der Wache auch in die Videobeschreibung. Das ist allerdings einer aus dem LS15. Aber funktioniert trotzdem. Habt ihr denn einfach hier die heruntergeladene Datei. Hier ist dann noch ein Ordner drin. Wenn die Map hier fertig entpackt hat, öffnet ihr den. Geht auf Maps. Models. Entweder fügt ihr das jetzt einfach hier ein oder geht einfach auf Buildings und fügt das hier noch bei Buildings mit an. Ich mache das jetzt einfach hier rein. Schließe das. Das hier muss alles drin sein in dem Ordner. Dann öffne ich hier die Map. So, bewegen kann ich mich, also umgucken kann ich mich mit Alt gedrückt halten und linker Maustaste bewegen in die jeweilige Richtung, wo ich hingucke, kann ich mit der rechten Maustaste und Alt gedrückt. So, in der Map angekommen, suchen wir uns jetzt hier erstmal, hier, ich habe jetzt den Platz hier genommen. Können das aber auch irgendwo anders platzieren. Wir suchen uns jetzt hier einfach mal einen Platz aus, wo die Map, wo die Wache hin soll. Ah, hier sind es zu viel. Ach, nehmen wir einfach den Platz hier. So, dann, wenn ihr euren Platz gefunden habt, könnt ihr erstmal alles wegnehmen, was da steht. So, für die Wache reicht der Platz jetzt hier, weil wie gesagt, ist keine große. Dann geht ihr oben auf dieses Symbol, Import i3D-File. Geht auf, ich bin jetzt mal hier auf dem PC, geht auf Desktop, Gemeinderade, Maps, Models. Und dann da, wo ihr eure Feuerwache habt, wählt die Feuerwehr aus hier, öffnen, dann importiert ihr sie rein, dann habt ihr hier schon die Wache. Moment, so, dann könnt ihr euch die hier schon zurechtziehen. Trigger und so ist alles schon in der Wache verbaut, das braucht ihr dann nicht mehr machen. Das einzige, was ihr noch machen müsst, ist, wie heißt das? Den Mod zeige ich euch gleich, wenn ich ins Spiel wieder reingehe. Jetzt guckt ihr hier, dass die gut steht. So. Also für mich finde ich, steht die ganz gut.
Nur was ich jetzt nicht so schön finde, ist, dass hier halt Gras ist. So, dafür gehen wir hier oben auf den Terrain Detail Texture Paint Mode. Dann können wir hier auswählen, was wir wollen. Das würde ich alles so lassen bei euch. Dann wählen wir hier aus. Wenn das sucht ihr euch das hier raus, was ihr braucht. Bei mir ist das jetzt, glaube ich, Gravel, genau. So, dann mache ich das hier noch ein bisschen. Zack. Machen wir hier auch noch mal. So. Und ihr seht jetzt schon, ich muss die Wache noch ein kleines Stück nach vorne holen. Das mache ich mal kurz. Ach komm, sonst machen wir den Baum da weg, sonst wird er hier zu. Kann man entfernen. So, wo ist die Feuerwehrwache? Da ist die Wache. Gehen hier einfach mal ran. So, dann haben wir sie hier stehen. Muss gucken, dass hier nicht irgendwie zu weit. Also, dass sie jetzt nicht irgendwie so ist, sondern schon so im Boden drin ist. So. Jetzt seht ihr, wir haben hier noch Gras und in der Wache auch noch Gras. Ach so, übrigens mit Plus und Minus auf der Num per Tastatur. Oh, jetzt ist der Baum hier auch wieder. Egal, lassen die Bäume könnt ihr dann einfach entfernen, wenn ihr wollt. Ich lasse die jetzt einfach mal da. Jetzt seht ihr, wir haben hier noch Gras. Dann dafür gehen wir dann jetzt hier auf diese Pflanze Terrain Foliage Paint Mode. Gehen da auf. So, sorry für den kurzen Cut. Weiter geht's. Dann habt ihr hier halt noch das Gras. Dann sucht ihr euch hier halt Foliage Layer Painting aus. Wählt da euren Gras aus und dann geht ihr einfach. Habt ihr das hier und dann könnt ihr das, müsst ihr das auf einstellen, Gras anmachen, dann könnt ihr das hier halt wegmachen. Jo, hier ist noch was. Hier ist noch was. So. Somit hätten wir die Wache jetzt auch schon. Dann können wir speichern. Das dauert jetzt einen Moment. Entschuldigung, ich bin müde. Ich weiß nicht, warum das bei der Map so lange dauert. Die ist halt sehr groß. So, das Laden hat beendet. Das dauert jetzt je nach Mapgröße relativ lange. Umso größer die Map, umso länger dauert das. Dann könnt ihr das einfach schließen. Habt ihr hier den Ordner? Schließt das nochmal. Öffnet das hier wieder. Dann nochmal. Alle mit der rechten Maustaste markieren, wird das hier angezeigt und dann müsst ihr auf Senden an, ZIP-komprimierter Ordner. Das dauert jetzt auch noch mal wieder einen kleinen Moment. Wie gesagt, 60 Sekunden. Auf jeden Fall. Wenn ihr das denn alles richtig gemacht habt, habt ihr dann auch die Feuerwache bei euch später im Spiel drin. Ja. Ach so, und eine Sache noch, für den Livestream wollte ich noch fragen, welche Einsätze ihr sehen wollt. Ob ihr da Vorschläge hättet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Vorschläge erhättet. Genau. So, 10 Sekunden noch. 5 und da ist es, dann könnt ihr auch noch benennen, wie ihr wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal Rade. Zieh es mir hier raus, schließ das, gehe auf meinen Ordner. Ups. Ziehe ich das hier rein, Datei im Ziel ersetzen, welche Rade hier schon drin habe. Schließ das, dann geht ihr wieder ins Spiel da.
So, und dann startet ihr einfach einen neuen Spielstand, ganz normal. Habt ihr hier gemeine Rade. Hier diese Animation Map Dings da, den ihr da eben gesehen habt. Ich glaube, den gibt es im Mod Hub, wenn ich mich nicht täusche. Gucke ich gleich nochmal. Wenn es den nicht im Mod hat, packe ich euch den Link in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall, den braucht ihr, damit die Wache, damit auch die Tore aufgehen. So, fertig ist es. Mal Radio ausmachen. So, einmal eben kurz eine Mille bekommen. So, Blaulicht an und dann fahren wir mal zur Wache mit dem Wasserrettungsfahrzeug. Also die Wache wird euch jetzt hier nicht auf der PDA angezeigt. Niemand gesehen. Müsst ihr denn... Vielleicht mache ich dazu auch nochmal total, wie wir die PDA verändern. So, ich fahre jetzt hier mal lang. Man schon hier einmal die Auffahrt hoch, dann seid ihr da. Schneiden wir mal aus. Blaulicht angeblieben. Nee. So, jetzt seht ihr schon, ihr bekommt das Symbol da unten rechts in der Ecke und auch oben bei F1 Ansicht könnt ihr die Tore alle öffnen. Ja, ich glaube, die Tür geht hier nicht auf. Nee. Auf jeden Fall hier eine kleine Wache. Drüben noch so ein Schlauchturm. Wäre cool, wenn man das benutzen kann. Auf jeden Fall, ich fand die Wache im LS15 richtig cool. Hab die auch gerne damit gespielt. Ja, und da sieht man, dass ich die hier nicht richtig platziert habe. Weil da die Regenrinne in der Luft hängt. Auf jeden Fall, ihr habt die Map im Spiel. Das ist das, was ich und ihr erreichen wolltet. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sieht es nachher genau so bei euch aus. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.